Das dritte Norderstedt Marketingforum fand in den Räumlichkeiten des Strandhauses statt. Nach dem Come Together begann die Vorstellung der neuen Kreativkampagne für Norderstedts Freizeit- und Tourismusmarketing. Im Anschluss wurden die Projektstände von Norderstedt Marketing nach ihren Handlungsfeldern begutachtet. Ja, zunächst einmal, wir sind das erste Mal hier, weil wir sonst nicht normalerweise Norderstedter Gast sind, sondern wir stellen heute ein Stück weit einen Teil des Programms dar, also insofern eingeladen dazu und werden ein bisschen was dazu erzählen, wie man vielleicht in Zukunft mit Norderstedt kreativ nach außen, werblich im touristischen Bereich umgeht. Insofern ist meine Erwartung, die Erwartung der anderen zu treffen. Also zunächst einmal beraten wir relativ viele Unternehmen und vor allem im Tourismus, gerade in Schleswig-Holstein. Insofern ja, wir machen sowas öfter. Und jetzt der zweite Teil der Frage, also wie geht man da vor? Hier, glaube ich, lag die Aufgabe darin, dass man sagt, also Norderstedt würde man jetzt nicht in einem TUI-Katalog buchen wollen. Und trotzdem hat Norderstedt sehr viele interessante Punkte. Und ich glaube, da mal die Realität zwischenzufinden, zwischen einem attraktiven Punkt und Lust, da mal hinzufahren und gleichzeitig all dem, von dem man glaubt, dass das verhindert, den zu finden und rauszupoolen und im Prinzip allen mal zu zeigen, Norderstedt hat eine ganze Menge. Man muss dann nur mal im Prinzip die Fahne hochziehen. Wir möchten unseren Mitgliedern und auch den Gästen eine Idee oder ein Konzept vorstellen für den Freizeit- und Tourismusstandort in Norderstedt und haben das gemeinsam mit den städtischen Gesellschaften und einer Agentur entwickelt und wollen das heute einmal zum ersten Mal einer kleinen Öffentlichkeit präsentieren. Also neben dem Konzept, was die Agentur präsentiert und wo natürlich auch Fragen gestellt werden können, wie es dann mit der Kampagne weitergeht, werden wir natürlich kurz auch die Handlungsfelder vorstellen, die bei Norderstedt Marketing ja auch neben Tourismus und Freizeitmarketing anlaufen. Was gibt es Neues? Werden dann auch nochmal in den Austausch gehen. Und dann gibt es einen netten Ausklang des Abends sozusagen bei Grillbuffet und Netzwerk sozusagen. Ja, wir haben heute Abend wieder unser Norderstedt Forum, wo wir halt alle interessierten Leute, nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch gerne Gäste einladen, ihre neuesten Ideen zum Thema Stadtmarketing mit uns zu besprechen, wo wir über laufende Projekte berichten. Aber im Schwerpunkt geht es um den kreativen Teil, wo wir uns neue Anregungen von den Leuten holen wollen und die natürlich auch so ein bisschen verpflichten wollen, bei uns mitzumachen. Ja, wir hatten ja früher unsere relativ strikte Struktur mit diesen Arbeitskreisen. Das haben wir dann aufgegeben und haben beschlossen, uns mehr so zu öffnen in solchen Veranstaltungen. Und das hat hervorragend funktioniert. Wir finden immer wieder neue Interessierte und nicht, wie wir immer sagen, so die üblichen Verdächtigen. Und dadurch haben wir ganz viel neuen Input, neue Ideen bekommen. Und wir haben schon bald Schwierigkeiten, das nachzuarbeiten. So viel kommt da auf uns zu. Und das ist eine schöne Erfahrung und dient dem Marketing und den neuen Ideen auf jeden Fall ganz toll. Die Versammlung klang schließlich mit einem Grillbuffet und Getränken aus.